Oh ja, so ist es gut. Ja, genau da. Super. Bisschen tiefer. Ja. Genau da. Fester, ja. Ah, so eine Massage. Naja, hier im Porsche Taycan für 197.000 Euro. So eine Massage bekommt ihr natürlich deutlich preiswerter im Massagesalon um die Ecke. Allerdings, der oder die Damen oder Herren dort können dann natürlich auch nicht von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden beschleunigen. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Ich sitze in einem Taycan Turbo und in diesem Video fahre ich mit euch eine kleine Runde und zeige euch und erzähle euch, was mir an diesem Porsche besonders gut gefällt und was mir vielleicht nicht so gut bestellt. Ich würde sagen, los geht's. Ich werde übrigens während der Fahrt und jetzt gerade weiter herrlich massiert. Ach, ist das schön. So, los geht's auf die Autobahn. Dann ändern wir mal hier das Massageprogramm. Momentan habe ich Welle, jetzt gehen wir mal auf Shiatsu. Ihr könnt natürlich auch die Stärke einstellen, verschiedene Massageprogramme und so weiter und so fort. Also hier bei der Stärke sanft, stark, maximal. Wir gehen mal auf stark. Ich bin sehr verspannt. Ideales Wetter, um Porsche Taycan Turbosport Tourismus zu fahren, aber völlig egal. Ja, was haben wir hier? Ich würde mal sagen, erstmal so die wichtigsten Daten für einen Porsche. Natürlich, ganz klar, Leistung. Das sind 625 PS. Das Ganze natürlich Allrad angetrieben. Und in der sogenannten Launch Control habt ihr im Overboost sogar 680 PS. Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Das ist natürlich fantastisch. Allerdings, das macht ihr nicht so oft, denn das killt den Akku natürlich und die Kapazität geht ganz schnell runter. Ebenso die Höchstgeschwindigkeit. Ja, so ist das bei E-Autos. Fahrt ihr Höchstgeschwindigkeit, geht der Akku so schnell runter. Ihr könnt das echt wirklich am Display fast ganz genau in Realzeit sehen, wie das sinkt. Aber immerhin 260 km/h. Mit der Leistung könnte er mehr, aber völliger Nonsens für E-Autos. Und dann noch ein Wert in Sachen Leistung einer solchen Sportlimousine. Klar, das maximale Drehmoment, auch beeindruckend, 850 Newtonmeter. 850 Newtonmeter. Nicht so schlecht, oder? Kommen wir kurz zum angegebenen Stromverbrauch. Porsche selber sagt 22,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nach WLTP. Was ist das? Ja, das ist eine Normung und WLTP, das ist letztendlich ja, ein Laborwert. So wie auch bei Verbrennerautos die angegebenen Verbrauchswerte. Ja, beim E-Auto, das sind dann 25 Grad Außentemperatur, keine Beladung, ein Profil, das geradeaus geht, wenig Gegenwind und so weiter. Das erreicht man in den wenigsten Fällen. Aber wir sind jetzt hier ein paar Kilometer gefahren, haben noch nicht viel, haben einen Durchschnittsverbrauch von 24,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, und wenn man das mal ganz grob nachrechnet, nehmen wir mal so einen Strompreis an von 40 Cent, dann verbraucht ihr bei 10.000 oder dann zahlt ihr bei 10.000 Kilometer ungefähr 900 Euro. Ja, und mit den Werten liegt dann die Reichweite zwischen 424 und 491 Kilometer. Wie gesagt, heute zum Beispiel wird das deutlich geringer sein. Wir haben so, ja Mäuschen, wir haben so um die 5, 6 Grad, ja, das erreicht man dann nicht.
Ja, und eingebaut in diesem Modell ist hier eine Batterie mit 93,4 Kilowattstunden. Das Ganze ist ausgelegt auf ein 800-Volt-System. Und aufladen könnt ihr bis zu einer Stärke von 270 Kilowatt. Das heißt, auf längeren Autobahnfahrten ist er dann auch recht schnell wieder voll. Und man sollte beim Laden, wenn du mir noch Aru ist, wenn du mir noch einmal dazwischen sprichst, was wollte ich noch sagen? Ja, laden. 270 Kilowatt als Stromstärke, das ist natürlich super, wirkliches absolutes Schnellladen. Und bei der Ladestrategie, ihr ladet ja sowieso nicht auf 80, auf 100% auf, sondern auf 80, weil dann von 80 bis 100% geht die Ladekurve massiv runter und es dauert deutlich länger. Am schnellsten und effizientesten ist es tatsächlich bis 80% aufladen, weiterfahren bis zum nächsten Ladestopp. Today I woke up feeling pretty good and feeling like I should go out on a run. Don't know where, I don't care. Put my headphones on and played my favorite song and drifted off to a different space. It's a feeling I can't ignore. It comes knocking on my door. Jetzt regnet sich das hier richtig ein, aber man merkt das, das ist halt wirklich eine Limousine, ein richtiges Schiff mit sportlicher DNA. Und was heißt das? Ja, Leergewicht 2330 Kilogramm, 2,3 Tonnen. Das ist schon ordentlich. 4,96 Meter lang. Aber hier vom Komfort, man hört halt nichts. Windgeräusche, Klappern oder sonstiges. Ja, wir fahren jetzt, okay, nicht besonders schnell. Gerade 96 km/h. Jetzt ist sie auf 120 eingestellt, aber ja, das ist halt wirklich purer Komfort. Zu diesen Maßen und Daten gehört natürlich auch, was könnt ihr mitnehmen auf einer Reise. Und da passen ganze 84 Liter vorne in den Frunk. Naja, das reicht noch nicht mal für die Tennistasche, aber für ein bisschen Ladezubehör, das ist wunderbar. Aber da hinten, das ist halt ein Gran Turismo, ja, und da passt eine ganze Menge rein. Und zwar zwischen 405 und 1171 Liter Kofferraumvolumen. Also da sollte man gut mit hinkommen. Ja, was mag ich hier an dem Taycan ganz besonders? Natürlich die Porsche-Qualität, die Verarbeitung. Die ist selbstverständlich, ohne Fehl und Tadel. Also hier die Spaltmaße im Innenraum, natürlich auch im Außenraum. Die Verarbeitung der Nähte hier, hier klappert nichts. Es fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig an. Hier beim Menü zum Beispiel, hier unten in der Klimaanlage, habt dann haptisches Feedback, wenn ihr hier rauf drückt. Ja, das Ganze ist halt einfach wirklich von der Anmutung und von der Haptik her absolute Champions League. Keine Frage. Will man natürlich auch erwarten beim Fahrzeug, das 197.000 Euro in dieser Ausstattung kostet. Gesteuert, also alles, was jetzt Medien angeht und so weiter, wird es über das sogenannte PCM, das Porsche Communication Management. Ihr habt also hier euer Hauptdisplay, rechts gibt es nochmal ein Display für den Beifahrer, der kann dort die Musik einstellen. Richtig schön, das Ganze sehr, sehr intuitiv gehalten, gefällt mir gut. Ihr habt hier ein Hauptmenü dann, ihr könnt beispielsweise natürlich das Ganze iOS mit CarPlay verbinden oder Android mit Google Play, braucht ihr aber nicht. Ihr habt natürlich DAB drin, ja, Apple Music voreingestellt, müsst ihr euch nur anmelden. Das ist super. So, jetzt ist hier frei, aber es ist zu nass und zu kalt auf Winterreifen, dass ich jetzt hier Vollgas gebe. Aber so ein bisschen kann ich natürlich schon mal. Ja, und da kommt was, da kommt ordentlich was. Das ist natürlich nicht die Domäne von E-Autos. Die Elastizität, also ab 100 ist der Beschleunigungswert natürlich deutlich unter von 0 auf 100. Die 3,2 hatte ich euch schon gesagt, aber dennoch, man merkt das halt hier, das ist richtig oder da ist richtig viel Kraft hinter und das macht einfach irre Spaß. Man muss sich da natürlich auch ein bisschen dann selber hier oben im Kopf disziplinieren, weil du bist halt super schnell auf 220, 250 und dadurch, dass das Ding
ich höre hier kaum was. Also Windgeräusche, dass es irgendwo hier an den Fenstern durchzieht oder so, null. Das Konzert eines 6-Zylinder-Boxermotors hat er nicht. Was der hier aber auf jeden Fall hat, ihr könnt hier einstellen im Bereich Drive, nämlich den Electric Sport Sound. Den kann man einschalten. Hört mal. Und schon hat man einen Motorsound. Ich weiß, da werden jetzt viele Verbrennerfreunde oder auch Porsche-Freunde sagen, was für ein Scheiß, elektronischer Motorsound. Aber das hat was, das gibt ein gutes Feeling. Ja, es ist künstlich, es kommt aus einem Mikrochip, aber es hat so ein bisschen was von Star Wars. Ich mag das. Jopp, und schon sind wir auf 200. Viel mehr will ich jetzt hier bei den Wetterverhältnissen nicht machen. Nochmal kurz was hier zu den Bedieneinheiten. Die Displays sind 10,9 Zoll groß, fühlen sich sehr gut an, haben tolle Kontraste, schöne Grafiken, alles sehr edel gehalten und übersichtlich ebenso, dass man es leicht bedienen kann. Ja, ihr habt halt kaum noch Schalter. Das läuft alles hier über Touch, außer hier vorne der Drive-Schalter, Parkschalter und am Lenkrad natürlich die Bedienelemente für einen Tempomaten oder für eure Musiksteuerung, Telefon etc. Schön und das natürlich, ja, so eine Anleihe aus dem Motorsport hier unten, der Drive Mode. Den kann man einstellen auf Normal, Sport, Sport Plus, individuell oder auf Range. Und beim Sport Plus habt ihr dann nochmal einen etwas kräftigeren Sound. Ja, ja, aus dem Mikrochip. Klingt trotzdem gut. Also richtig gut und auf meiner Tour jetzt um die 150 Kilometer die Schildererkennung. Das können andere Automobilhersteller nicht so gut. Akkurat, jedes Verkehrsschild erkannt, jede Aufhebung, wunderbar. Schön in dem Modell hier als Option habt ihr vorne, ja, auf der Windschutzscheibe quasi projiziert die Angaben für Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzung, Navigation und so weiter. Das mag ich gerne. Und ansonsten auch die Scheibenwischautomatik bei einigen Modellen, naja, so lala, arbeitet hier fantastisch. Was mich ein bisschen nervt, so eine Kleinigkeit, hier die Schub... rechts abfahren. Immer wenn ich rede, quatscht die mir dazwischen. Die Schubrekuperation, die geht immer wieder aus. Auch wenn ich die Zündung neu einschalte, muss ich das wieder auf einschalten. Wahrscheinlich ist das die Porsche-Philosophie. Beim Sportwagen eine Schubrekuperation passt eigentlich nicht, also lass den User das Ding immer wieder einschalten, aber nee, wenn ich das jetzt einschalte, möchte ich eigentlich, dass es eingeschaltet bleibt. Bleibt es aber nicht. Geht immer wieder aus. Also die Fahreindrücke zusammengefasst, ausgesprochen komfortabel und super geschmeidig. Von der Akustik her super leise. Es klappert nichts, es gibt keine Windgeräusche, aber hatte ich gesagt, das erwarte ich auch von Porsche. Wir können ja mal noch mal schauen, was haben wir denn jetzt verbraucht? Das würde mich doch interessieren. Okay, im Durchschnitt 26,9 Kilowattstunden. Ich bin auch nicht besonders sparsam gefahren. Ich habe auch mal ordentlich raufgedrückt. Also ordentlich raufgedrückt, soweit es die Straßenverkehrsverhältnisse zulassen, nämlich eigentlich gar nicht. Insofern Dach drauf gedrückt, ja, das ist schon ordentlich, 26,9, aber ja, ordentlich mehr als 2 Tonnen, 2,3 Tonnen, dann sehr kraftvolle Motoren, das kostet natürlich Energie und jetzt habe ich hier auch nicht geaast, also Sitzheizung, Massage, Klima, in dem Fall eine Wärmepumpe, die ja effizient ist. Aber ja, 26,9 Kilowattstunden, jetzt bei
einer Stunde 17 Fahrzeit. Das ist schon ordentlich. Dann so ein kleines Gimmick. Das ist eine Spielerei. Aber ich finde es faszinierend. Hier, das Glasschiebedach, das blende ich euch gleich mal ein. Das kann man sich einstellen. Und zwar kann das matt werden oder eben durchsichtig oder mit einem Muster, wie ich es jetzt habe. Ja, das sind Flüssigkeitskristalle, die elektrisch angesteuert werden und dann eben verdichten oder nicht. Gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist so ein richtig schönes Wetter, um so einen Sportwagen mal bis aufs Extrem zu testen. Auf Winterreifen bei 5 oder 6 Grad und voller Nässe. Super! Nein, Quatsch. Das soll ja auch kein Test oder kein Check sein, sondern einfach, ich will euch mal hier meine Eindrücke zum Porsche Taycan Turbo Gran Turismo wiedergeben. Und die sind, ja, durchweg positiv. Also, das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, weil dazu fehlen noch so diese, die ich ja liebe, 911er-Gene. Aber wie soll das auch gehen? Das ist halt eine Reiselimousine. Insofern nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber ein sehr, sehr hochwertiges Reiseautomobil. Reiseautomobil, das aber auch richtig Spaß macht, wo ihr schnell von A nach B kommen könnt, aber dennoch einen unfassbar guten Komfort habt auf einer langen Strecke. Und wenn es denn mal sein muss, auch mal richtig schön Gas geben könnt. Das ist einfach urgemütlich. Draußen ein Dreckswetter, hier drin schöne 22 Grad. Ich habe eine Massagefunktion, die Sitzheizung ist an, die Lenkradheizung ist an. Ach, so stelle ich mir das vor. Der Oppi fährt Auto und lässt sich richtig schön von der Technik verwöhnen. Ja, so ist das bei manchen Ausstattungsvarianten. Da habe ich früher oft gesagt, braucht man nicht so einen Quatsch. Bei meiner R90 zum Beispiel, Griffheizung, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Schwachsinn? Nee, habe ich schätzen gelernt. Hier bei dem Lenkradheizung, habe ich schätzen gelernt. Aber vielleicht liegt das auch daran, am fortgeschrittenen Alter. Je älter man wird, desto mehr mag man diese kleinen Komfortdinger, völlig klar. Man braucht es nicht, aber was braucht man? Braucht man ein Auto für 197.000 Euro? Braucht man einen Elva mit 450 PS oder ein Turbo? Nee, braucht man alles nicht. Völlig richtig, also auf die Diskussion kann man sich gar nicht einlassen, aber macht halt Spaß. Das war's dann jetzt auch, das Wetter wird nicht besser, egal. Schön, dass ihr dabei wart bei meiner kleinen Fahrt hier mit dem Porsche Taycan Turbo. Mein Auto ist es nicht. Das liegt aber nicht an diesem Auto, sondern das liegt einfach daran, dass ich ja seit dem 964er ein absoluter 911er-Fan bin, Sechszylinder-Boxermotoren liebe und trotzdem auch E-Auto fahre. Also das ist ein tolles Auto, überhaupt keine Frage. Absolut. Aber ja, für mich eben, ich fahre auch nicht lange Strecken, viele Reisen, nicht meine Zielgruppe oder ich bin nicht die Zielgruppe, aber das Ding hier selber ist eine absolute Rakete. Ihr könnt damit fahren nach Italien und ihr kommt absolut entspannt an. Also was alles drin ist, die Qualität, Haptik, da müssen wir gar nichts drüber sagen. Das ist absolute Champions League. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr bald wieder mal reinschaut auf Tech for Fun. Bis bald. Ciao.